Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Heute haben wir einiges vor, deswegen keine Zeit verlieren. Denn zum allerersten Mal, ich habe mein Haus jetzt tatsächlich auf den Berg getan und ganz oben kanntet ihr das noch gar nicht. Das sieht jetzt erstmal so aus. Ich weiß noch nicht, ob der Briefkasten da hinten so richtig toll ist, aber ich lasse ihn erstmal da. Und ja, man kommt hier halt, das habe ich ja in der letzten Folge hier gemacht, den Zen-Garten gebaut. Und dann kommt man hier halt hoch. Ich habe die Fläche hier oben ein bisschen erweitert, sodass ich die ganzen Quader hier oben quasi für mich habe. Und ja, ich habe, keine Ahnung, hier einfach ein bisschen Bambussen getan. Ich hätte hier zum Beispiel auch noch eine... Nein, kann ich die nicht mehr nutzen? Ist irgendwas im Weg? Ah, shit. Das ist ja jetzt belastend. Ich dachte, ich komme an das Ding daran. No. Moment, dann muss das aber woanders hin. Ich möchte das ja auch benutzen. Ja, Behelfsbank wieder hin. Da sollte man die aber benutzen können, oder? Ja, okay, da kommt man dran. Sieht jetzt ein bisschen döver aus als vorher. Aber wenn man es nicht weiß, dann ist das okay. Und auf der anderen Seite halt auch. Einfach, damit das nicht so planmäßig aussieht. Und hier habe ich dann noch meinen kleinen Onsen hin platziert. Ist alles noch doing in progress. Heißt, das kann sich alles noch verändern. Und ich habe hier auch so einen richtig tollen Torbogen gemacht aus Stein. Wow. Das hier sieht übrigens auch noch sehr komisch aus. Werde ich wahrscheinlich auch noch verändern. Und hier hinten weiß ich dann auch noch nicht, wie es weitergehen soll. Irgendwie muss man ja wieder runterkommen. Oder ich werde das hier abschließen, dass das hier wirklich einfach mein Haus bleibt. Aber das weiß ich noch nicht. Eventuell geht es dann hier auf die zweite Ebene nochmal runter und dann kann man da irgendwas machen. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Was haben wir denn heute so in der Post drin? Okay, Tango nur. Und der Chris hat mir gestern schon irgendwas geschickt. Ich habe noch nicht reingeguckt, weil letztes Mal hat er sich beschwert, dass ich seine Post geöffnet habe, ohne es im Video zu zeigen. Jubi Omk. Eine Fischerbootflagge. Ach cool, es gibt mehrere davon. Ich habe ja schon so ein Teil. Ja, über meiner Tür ist nämlich auch sowas. Okay, wie wäre es dann, wenn wir das einfach über jede Tür hinpacken? Dann brauche ich noch eine für das Fischzimmer. Und dann sehen die Wände zumindest relativ cool aus. Oder ich packe das hier auf die andere Seite, damit man es überhaupt sieht. Und das Exit-Schild kommt dann tatsächlich auch über meinen Ausgang. Ich glaube, das ist besser. So. Danke, Chris, auf jeden Fall dafür. Nice. Süchchen, okay, ansonsten finde ich, ich bin sehr zufrieden mit meinem Haus da oben auf jeden Fall. Hier habe ich noch ein paar Blümchen hingetan und wie auch in der letzten Folge schon angesprochen, hier diese Laternen, weil ich die hübsch finde. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe, aber ich habe hier auch die Wasserfälle ein bisschen angepasst, weil die mir doch ein bisschen zu groß waren. Also 5er Breite auf beiden Seiten fand ich jetzt nicht so geil. Deswegen habe ich die jetzt erstmal zu so kleinen Noten gemacht. Und ich habe auch noch vor, wieso angeln die hier alle? Ich habe auch noch vor, die Flussläufe dann nach links und rechts hier einfach weiterzuführen, aber da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich den Flussverlauf überhaupt haben möchte, deswegen bin ich jetzt erstmal so. Hat Aki vielleicht noch was zu sagen? Nee, die will einfach nur Fische fangen, alles klar. Ja, ansonsten hier noch so einen Weg hingemacht, dass man jetzt auch richtig zum Rathaus gehen kann. Den Weg hier unten auch ein bisschen angepasst. Und wenn man dem Weg folgt, dann kommt man irgendwann zum Rathaus. Man kann zum einen hier nach oben gehen. Hier muss ich halt auch noch weiterführen. Oder halt hier rechts rein. Ich finde das auch sehr schön mit den beiden Wasserstellen hier rund um das Museum herum. Oder man geht zum Beispiel hier lang. Und dann hat man hier so einen größeren Eingang. Fand ich ganz hübsch, vor allem weil da auch immer dieses Wasser zwischen ist. Und auch mit diesem Asienzaun. Alles sehr, sehr schön. Diese Katzen hier am Boden bleiben natürlich nicht. Ich hatte eigentlich vor, da überall Bäume reinzupflanzen, aber Bäume sehen komisch aus, deswegen wird das höchstwahrscheinlich Bambus werden. Auf der anderen Seite das Ganze auch nochmal und das schließt dann auch bis zum Ende ab. Toll, oder? Oh, hier fehlt mir noch ein Zaun. Den muss ich auch nochmal verbessern. Aber ja, so viel erstmal dazu. Ich habe hier dann auch die Ausgrabungsstätte weggemacht, weil das sah ohne Witz einfach richtig kacke aus. Also mein Museum müsste halt eine Ebene höher sein, damit das gut aussieht, wenn ihr euch dran erinnert. Weil so sah das einfach nur deplatziert hier hinplatziert aus. Deswegen sieht das jetzt erstmal so aus. Ich find's besser. Hier rechts und links kann halt dann noch irgendwas rein. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich hier drin haben möchte, aber wird sich schon irgendwas zeigen. Im schlimmsten Fall einfach irgendwelche Bäume. Ansonsten habe ich hier, wo mein Haus davor stand, alles aufgeräumt und da steht jetzt auch eine Bambusfarm. Mehr oder weniger. Also zumindest ist hier ein Bambuswald. Und eigentlich müsste ich mir hier jetzt ein paar mitnehmen, ne? Oder ich lasse das so, weil so hässlich finde ich das jetzt auch nicht. Ja, ich lasse das so. Dann hole ich mir ein paar Sprossen nochmal von oben. Ich habe jetzt natürlich mega den langen Weg immer zu meinem Haus hin, was ein bisschen nervig ist, um ins Lager zu kommen. Aber irgendwie ist das auch befriedigend, immer auf seinen eigenen kleinen Hügel hier hochzulaufen. Weil ich bin ja der König. Stimmt, hab ich ja auch noch nicht gesehen, ne? Ich habe eine Königskrone bekommen. Von dem Medusa-Enzym. Ich habe das gegen eine Königin-Krone eingetauscht.
Und dazu noch diese Deal-With-It-Brille. Fand ich ganz cool. Na dann, Bambussprossen im Gepäck und ich habe hier auch nochmal 6 Asienzäune zum Glück gefunden. Dann kann ich das hier wenigstens abschließen. Zack, sehr schön. Man könnte noch überlegen, ob man hier vielleicht irgendwo einen Weg frei lässt und wieder eine Sitzmöglichkeit hinpackt, weil ich habe viel zu wenig Sitzmöglichkeiten auf meiner Insel. Kommt mir zumindest so vor. Okay, dann machen wir einfach ab jetzt jeden zweiten und gucken, wie weiter kommt. Ich habe das natürlich wieder nicht abgezählt, weil mein Zaun hier geht. Ach guck, deswegen wollte ich das, weil hier an der Ecke wollte ich auf jeden Fall Bambus haben. Genau, dann schließt er da nämlich nicht ab. Man könnte natürlich diesen ganzen Weg einfach einen nach links verfrachten. Dann kommt der ganze Weg hier weg und dann bleibt halt einer zwischen. Das geht dann auch konform mit dem, wie ich das hier halt designt habe, dass da ja auch immer so ein Grasstück zwischen ist. Keine Ahnung, warum ich das überhaupt so nah daran gepackt habe. Eventuell habe ich das so gemacht, weil das Rathaus unten komisch stand. Was ich immer noch übrigens mega am Hassen bin, ne? Dass mein Rathaus so nah an meinem Dodo-Flughafen ist, ist einfach die behindertste Kacke, die dieses Spiel mir antun konnte. So, neuer Weg steht. Und wahrscheinlich mache ich ihn sogar noch breiter, weil 2 ist wirklich sehr, sehr gering, ne? Also hier kann das gerne 2 bleiben, damit man hier zum Museum kommt. Aber die anderen Wege sollten, glaube ich, schon breiter sein hier. Sonst fühlt man sich so eingeengt. Vor allem, wenn hier Bambussprossen und sowas sind. Oh, ich weiß aber, kann ich hier überhaupt Bambus einpflanzen? Ah doch, es geht. Okay. Das ist sehr gut. Ich hatte nämlich ein paar Probleme damit, dass man Bäume und sowas... Aber man kann es nur einpflanzen, aber können die da auch wirklich wachsen? Weil direkt am Wasser geht das nicht. Aber nur weil man die einpflanzen kann, heißt das ja nicht, dass sie da auch stehen, ne? Moment, da muss ich das mal ganz kurz mit dem Baum testen. Ah doch, ein Baum geht auch. Nice, wollen wir da einfach einen Baum hinpacken? 2 Bäume. Die Bäume sind mir halt immer so breit und komisch. Kann man ja jederzeit wieder ändern. Okay, weißt du was? Wir packen hier 2 Bäume hin, weil ich so viele dabei habe. Und der Rest wird dann mit Bambus gefüllt. Und dann hier hinten auch wieder ein Baum oder doch Bambus? Man könnte ja machen, dass immer der Bambus immer nur zwischen den Bäumen ist. Das sieht bestimmt auch merkwürdig aus, wenn man die teilt. Ja, egal. Wir lassen das jetzt erstmal so. Dieser eine Baum hier müsste aber doch nochmal raus. Dafür sind übrigens diese Glückseier allgemein richtig geil, weil man davon einfach mehr tragen kann. Man kann ja irgendwie so ein 30er-Stack Glückseier tragen. Und das ist dann besser, als wenn man seine eigenen Früchte dafür verwendet. Nutze ich auf jeden Fall, seit Bunny Event endlich zu Ende ist, sehr, sehr gerne, um meine ganzen Sachen umzuplatzieren. Dann haben wir den ersten Tagespunkt schon mal erfüllt. Und bevor es gleich 21 Uhr wird, weil es ist schon 20 vor 9 schon wieder, ich nehme schon wieder viel zu spät auf, gucken wir noch mal ganz kurz in die Schneiderei rein, ob die vielleicht heute irgendwas Interessantes haben. Oh, guck mal, der Rudolf ist hier. Hallo, Rudolf. Na, wenn das mal nicht Dizzy ist, du hier, das überrascht mich jetzt. Guck mal, ich hab sogar was für dich. Bin jetzt nämlich dazu übergegangen. Nein, ich hab die bei einem Abonnenten gelassen, der heute eine Falle haben wollte und ich hatte keinen Platz mehr. Eigentlich bin ich dazu übergegangen, dass ich Kleidung, die ich nicht so mag und irgendwo finde oder so... Oh, jetzt habe ich eine Bambussprosse gegeben. Dass ich das meinen Bewohnern gebe. Denn das ist mega cool. Also ich verkaufe sie ungern und die tragen das dann sofort. Jetzt hat er eine Bambussprosse bekommen. Dann sag ich mal danke. Er sieht jetzt nicht so glücklich aus. Steht ja wirklich gut in Saft und Kraft, das Ding. Sonst wäre aber auch nicht leer ausgeht, also gebe ich dir das Safari-Shirt. Cool. Jetzt habe ich wenigstens wieder was, was ich den Leuten geben kann. Nice. Naja, habt ihr heute irgendwas Interessantes, Sina, Tina? Oh, es gäbe hier ein cooles Diadem. So eine 1 Million Krone. 1,2 Millionen Krone gegen so ein schönes Diadem eintauschen. Ja, klar. Nein. Ah, es gibt den Schnauzbart. Kann man den Schnauzbart umfärben, wenn man an den Spiegel geht? Wahrscheinlich schon, oder? Okay, ich kaufe mir auf jeden Fall den Schnauzbart. Hallo? Ich sehe immer mehr aus wie Chris. Und dann sieht er noch was zu sagen. Hey, ich habe ein kleines Geschenk für dich. What? Was denn? Was denn? Alter! Eine Bärchentüte. Dieses Design habe ich selbst entworfen. Wusstest du, dass du Möbel ganz individuell anpassen kannst, indem du Teile aus Stoff austauschst? Wusste ich nicht, nee. Ich dachte, dass du dafür vielleicht meinen Stoff verwenden möchtest. Ich habe auch Stoffe mit anderen Designs angefertigt. Wenn dir davon was gefällt, bedien dich ruhig. Ich habe sehr hart an diesem Stoff gearbeitet. Ich hoffe sehr, dass dir dieses nützlich sein werden. Haben wir jetzt neue Umdesignungssachen? Dingsbums? Was hat sie uns gegeben? Es ist auf jeden Fall nicht in meinem Inventar. Ich hab nichts zum Umdesign. Kann man dieses Sofa vielleicht umdesignen? Ich kann absolut gar nichts umdesignen. Die Hi-Fi-Anlage kann man doch bestimmt umdesignen, oder? Auch nicht. Ja, hä? Vielleicht so ein Verkaufsstand? Also den kann man auf jeden Fall umdesignen. Oh, die hat sie uns gegeben. Ich glaube, diese Designs hat sie uns gegeben. Die alle hier, ne? Ah, das ist ja mega cool. Guck mal, hier haben wir ein Giraffendesign, ein Gepard-Leopard-Design, eins von beiden.
Zebra. Na, wie dem auch sei. Ich habe mir andere Frisuren und sowas gekauft. Noch nicht ausprobiert. Ich gucke mir jetzt zum ersten Mal an, wie das aussieht. Dafür brauchen wir erstmal einen Spiegel. Hallo, Spiegel. Ich würde gerne mal aufhören, ja. Was ist denn jetzt eigentlich mein Schnauzer? Wieso hat er den nicht an? Weil ich glaube, der Schnauzer wird dieselbe Farbe haben wie die Haare. Ich glaube, ich gehe mit Türkis, weil Türkis einfach meine Lieblingsfarbe ist. Also ich hatte früher ja blaue Haare tatsächlich und rote Haare. Grün auch schon, aber die meiste Zeit rot oder blau. Eigentlich rot. Sieht aber in diesem Kram hier komisch aus. Ja, der Bart hat dieselbe Farbe. Nice, jetzt haben wir einen richtig coolen helltürkisen Bart. Das gefällt mir sehr gut. Aber dafür habe ich jetzt 8000 Meilen ausgegeben. Auf jeden Fall viel besser als der braune Bart, den wir davor hatten. Naturfarbe, pff, wer braucht denn sowas? Okay, als nächstes auf dem Tagespunkt steht, finde einen Platz für den Leuchtturm. Ja, ich habe mir einen Leuchtturm gekauft für 5000 Meilen. Und ich finde mich da jetzt ganz hübsch. Kann man den auch noch anders anmalen eigentlich? Oh, eigentlich steht er hier schon ganz gut, ne? Lassen wir ihn hier. Alles klar. Zweiten Tagespunkt auch erreicht. Nein, okay. Wir nehmen ihn wieder mit. Aber wo kommt er hin? Dafür müssen wir jetzt erstmal einen Platz finden. Kann man den zum Beispiel hier raufpacken? Das geht? Lol, echt? Das ist ja nice. Soll die einfach auf dem Dein bleiben? Finde ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so schlecht. Also entweder hier oder... Weil hier schon so eine Zunge irgendwie ist. Oder hier. Vielleicht einen weiter nach hinten, so. Hier könnte man ihn dann auch hin tun. Eventuell könnte man das hier noch alles ein erhöhen mit der Plateau-Plattform. Oder er bleibt einfach auf der niedrigsten Stufe. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube aber, ich fand ihn gerade hübscher auf dem Stein, wenn ich ehrlich bin. Jupp, finde ich glaube ich erstmal besser, auch weil der halt so ein Stein-Monument hat. Drehen wir ihn noch so, damit man auch den Eingang sieht. Süß! so ein kleiner Mini-Leuchtturm. Wir sind halb so groß wie er. Okay. So, damit haben wir das aber. Und ich habe, weil mir das überhaupt nicht gefiel, wie der Campingplatz aussah. Huch, wo ist denn der Campingplatz hin? Er ist weg! Oh mein Guschnis. Ja, ich habe den Campingplatz woanders hin verfrachtet. Und zwar oben links, wo man ihn nicht sieht, weil da sowieso immer keine neuen Leute hinkommen. Und jetzt müssen wir das hier natürlich eigentlich alles mal dahin verfrachten. Weil sonst ist das hier einfach nur Müll, der herumliegt. Und der Campingplatz liegt jetzt nämlich hier ganz oben links, wo ich einfach am seltensten in meiner ganzen Animal Crossing-Karriere hingehe. Einfach weil hier sowieso niemand kommt. Und so ein komisches Holzteil auf dem Boden brauche ich nun wirklich nicht. Aber da das hier natürlich so ein bisschen langweilig aussieht, werde ich das hier trotzdem kurz dekorieren. Genauso wie es vorher aussah, wird also keine große Sache sein. Natürlich muss es doch wieder ein bisschen ausarten, als ich das eigentlich wollte. Aber okay, so, jetzt sieht der Campingplatz auf jeden Fall erstmal so aus. Und zwar, ich fand das ja so hübsch, weil hier so eine Zunge war. Ich musste es einfach so machen. Und als ein Feier-Dingsbums, Feuer an. Cool. So, sieht sogar fast besser aus als vorher. Wow. Und ich bin endlich meinen komischen Zaun losgeworden. Ich habe übrigens mega den Ohrwurm von diesem fucking KK-Lied. Das ist Car Caparado und ich höre das schon die ganze Zeit bei YouTube und so. Das ist einfach mega witzig und meine Leute... Die singen das auch immer hier. Ich kann das euch mal zeigen. Ich habe natürlich in mein Album ein Video gemacht, wo das einer meiner Leute singt. Bis er dann plötzlich keine Lust mehr hatte. Fand ich auf jeden Fall sehr süß. Und seit der Rudolf das gesungen hat, er hatte nämlich eine sehr liebliche Stimme, müsst ihr wissen. Habe ich mega den Ohrwurm von diesem Lied. Meine Güte. Schön. Haben wir diesen Punkt auch abgeschlossen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Kurzer Nachtrag, ich konnte es nicht lassen. Und habe hier rechts auch nochmal ein bisschen was beim Campingplatz angepasst. Einfach, weil ich das so hübscher finde. Ich kann hier jeder Musik machen. Toll, oder? Da, die singen auch schon wieder. Die Aki singt. Oh, Schubert ist da. Lol. Aki singt den anderen einfach was vor. Das ist so toll, Mann. Nein, hör nicht auf zu singen. Sorry. Bitte mach weiter. Das ist so toll. I love it. Aber wer ist Schubert? Wieso ist Schubert denn da? Schubert war noch nie bei mir. Hey, grüß dich. Ah, ein neues Gesicht. Sehr erfreut, der Herr. Schubert heiße ich. Hast ja sicher schon gesehen, aber bei mir gibt's Schuhe, Strümpfe und Taschen.
Ich komme einmal pro Woche hier vorbei. Würde mich schwer freuen, wenn dann mal zu sehen. Würde mich freuen, dich dann mal zu sehen. Echt jetzt. Na, magst du mal meinen feinen Sortiment heute reinschnuppern? Wieso sagt er, er kommt einmal die Woche? Er ist das erste Mal bei mir. Habe ich ihn einmal verpasst? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber der verkauft doch bestimmt krasseres Zeug als die Tina-Schwestern, oder? Ja, Kompressionsstrumpfhose. Aber man kann gar nicht sehen, wie die aussehen. Da ist Tinas Geschäft natürlich besser. Urban Rucksack, eine Hüfttasche, toll. Habe ich halt alles schon. Oh, eine Abendhandtasche. Bin wahrscheinlich von Gucci, ne? Ja, nee, brauche ich alles nicht. Aber hallo Schubert, schön, dich mal zu sehen. Dann mobben wir nochmal die Nadine ein bisschen. Darf nicht zu nah ran, weil wenn ich mit dir rede, ist alles schlecht. Scheiß, doofe, Kack Nadine. Zieh endlich aus meiner City aus. Bei meiner Baumplantage muss ich hier diese Wege wieder wegnehmen. Jetzt sieht das halt hier wieder richtig langweilig aus. Ich glaube, es gibt keinen richtig guten Weg für so eine Baumplantage, oder? Außer so eine Schwarz-Erde-Weg vielleicht. Oder ein Trampelpfad? Wie wird das denn zum Beispiel aussehen? Könnte eigentlich ganz gut aussehen, wenn das hier überall ist. Ich glaube, dann werde ich hier nochmal alles mit dem Trampelpfad vollkleistern. Das geht ja zum Glück um einige schneller, als ich das damals gemacht habe im Stream mit den ganzen QR-Codes. Das hat nämlich wirklich richtig lang gedauert. Und da musste man sich auch überlegen, wo steht jetzt oben und wo ist unten und wo platziert er das jetzt und überhaupt. Das wird diesen Inseldesigner auf jeden Fall sehr viel angenehmer. Vermutlich wird diese Baumplantage hier sowieso nochmal abgerissen und woanders hingebaut. Deswegen das super unnötig ist, was ich hier gerade tue. Aber fürs Erste kann ich das ja machen. Dauert ja auch nicht so lange jetzt. Und entspannend ist es auch. Die ganze Zeit einfach immer einen Schritt weitergehen, die Dinger platzieren, wieder einen Schritt weitergehen, ab und zu mal einen Weg wieder wegnehmen. Dieses typische zwei Felder vor, einen Schritt zurück Prinzip. Muss auch mal sein im Leben. Hauptsache, man kommt voran. Lebensweisheißen mit Dizzy. Yeah. So, dann sind wir hiermit aber auch fertig. Sieht auf jeden Fall besser aus, als wenn da gar nichts wäre. Ich fand es mit den QR-Codes hübscher. Ja, da gebe ich euch recht. Aber so ist angenehmer. Und vielleicht auch ein bisschen echter. Ein bisschen echter, kann man das so sagen? Wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, ich find's echter? Weil diese QR-Codes haben doch immer noch diesen Touch. Von wegen, ja, sieht halt bisschen unecht aus. Und an sich fände ich das, glaube ich, schön, wenn dieser Fluss hier, ihr müsst euch jetzt das nochmal vorstellen, macht Brainstorming mit mir, Leute. Wenn dieser Fluss hier weitergeht, nach rechts, hier irgendwie so ein bisschen schräg nach oben, dass er dann im Endeffekt irgendwie hier so landet. Gut, also sagen wir, dieser Weg hier ist vier Dinger dick, dann würde ich hier einen freilassen und dass der Fluss von da unten dann irgendwie hier oben hinkommt und hier, wo ich jetzt rumlaufe, halt das Ganze nochmal abschließt, dass man, wenn man hier rumläuft in der Mitte, von beiden Seiten Wasser um sich rum hat. Wie fällt dir das, Leute? Die Sache ist dann halt nur leider, dass ich hier unten nichts Abschließendes habe, wo das Wasser hingehen könnte. Heißt, es wird dann irgendwie im Nichts versinken. Weil ich hier keinen Ausgang habe, um irgendwie ins Meer zu münden. Wenn ihr versteht, was ich meine, man könnte hier natürlich einfach das Wasser dann abschließen lassen und irgendwie das kaschieren mit irgendwelchen Bäumen oder sowas, aber da bin ich mir noch unsicher. Allgemein, Leute, wenn ihr Ideen habt, was ich in meine City reinbauen könnte, dann gerne in die Kommentare. Ich versuche das dann so gut wie möglich umzusetzen. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal zufrieden, so wie das hier mit dem Museum aussieht. Das sieht viel besser aus. Und ich bin tatsächlich auch zufrieden, wie mein Haus da oben aussieht. Ich hatte richtig viele Bedenken und wollte das auch schon wieder alles abreißen. Aber am Ende gefällt mir das dann doch, wenn ich dann aus meinem Haus rausgehe und über allem stehe. Erst recht, wenn ich dann noch diese geile Krone dabei aufhab. Gut, haben wir heute ein bisschen was geschafft. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber peu à peu, nicht wahr? Ja, dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.